Hallo, wir sind Felix, Jana, Lara, Laurin und Ella von der Südpolschule auf 92,4. Bitte stelle dich doch unseren Hörer und Hörerinnen mit deinem Namen, deiner Rolle und deiner Lieblingsblume vor. Meiner Lieblingsblume? Ja. Oh, das ist aber eine tolle Frage. Ich bin Lisa Marie Koroll. Ich bin 24 Jahre alt und ich bin heute hier bei euch zu Gast, weil ich meinen Film Meine Chaosfee und ich vorstelle. Und meine Lieblingsblume ist die Pfingstrose. Wie sollen wir dich nennen? Lisa oder Lisa Marie? Lisa. In dem neuen Film Meine Chaosfee und ich können wir dich nicht sehen, aber dafür hören. Du sprichst die Maxi. Wie würdest du Maxi beschreiben? Maxi ist ein mutiges Mädchen, was die Natur unfassbar dolle liebt und was einen ganz besonderen Draht auch zur Natur hat und die der Violetta helfen möchte, wieder in ihre Feenwelt zurückzukommen. Was sind drei Dinge, die du und Maxi gemeinsam haben? Dass wir die Natur ganz dolle lieben, weil ich bin auch ein Naturmensch auf jeden Fall. Dass wir in der Stadt wohnen. Und dass wir beide abenteuerlustig sind. Bist du Maxi oder der chaotischen Zahnfee Violetta ähnlicher? Ich würde sagen Maxi. Violetta ist ja ziemlich tollpatschig. Was ist deine größte Schwäche? Ich glaube, dass ich nicht so gut mit Stress umgehen kann. Dass ich dann auch sehr schnell hektisch werde. Und was ist deine größte Stärke? Oh, das sind schwierige Fragen. Meine größte Stärke ist, glaube ich, dass ich da es dann doch irgendwie schaffe, mit jeder Situation ganz gut umzugehen. Hattest du als Kind eine zuverlässige Zahnfee, die dir Geschenke gebracht hat? Ja, sehr zuverlässig. Bei mir lag ein Schleichpferd unterm Kissen. Wie würdest du als Lisa reagieren, wenn in deinem Leben eine Fee wie Violetta auftauchen würde? Ich glaube, ich wäre nicht so überrascht. Ich glaube, das würde mich nicht so unfassbar doll wundern. Wenn du eine Fee wärst, was würdest du zaubern? Ich glaube, dann würde ich ganz viele bunte und glitzernde Sachen zaubern. Im Film versuchen Maxi und Violetta ganz verrückte Methoden, um Samis Wackelzahn auszureißen. Sind deine Zähne früher einfach ausgefallen oder hast du auch mal so etwas Verrücktes versucht? Den Trick mit dem Faden, den habe ich auch versucht. Und mit dem Apfel glaube ich auch. Umweltschutz ist nicht nur im Film, sondern auch in echt ein Riesenthema. Was kann man deiner Meinung nach zum Thema Umweltschutz von Maxi lernen? Dass man auf die Natur achten sollte und dass man auf jeden Fall Flächen wieder begrünen sollte und dass jeder von uns einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass es der Natur gut geht. Maxi vermisst Mr. Baum als Rückzugsort. Hast du auch so einen? Ich bin auch sehr gerne im Wald. Ich genieße da sehr gerne die Natur und das Vogelzwitschern. Hast du auch so einen grünen Daumen wie Maxi? Bei mir überleben die Pflanzen. Musstest du auch als Kind mal gegen deinen Willen umziehen, so wie Maxi im Film? Nee, zum Glück nicht. Ohne zu viel zu spoilern, hat dir das Ende der Geschichte gefallen? Oder hättest du der Geschichte einen anderen Ausgang gegeben? Nee, ich finde, so wie der Film endet, finde ich sehr süß und sehr schön. Am Abend sprechen Maxi und ihre Mutter immer über ihren schönsten Moment des Tages. Was war bei den Aufnahmen zu diesem Film dein schönster Moment? Mein schönster Moment war tatsächlich einfach zu erkennen, wie doll mir das Spaß macht, Synchronfilm zu machen und den Film vor allen Dingen auch dann mal in voller Länge zu sehen. Also ich bin auch richtig gespannt, ich habe ihn ja noch nicht komplett gesehen, mit Jellas Stimme auch. Ich freue mich da richtig drauf, den einmal zu sehen. Als du erfahren hast, dass du in einem Film die Hauptrolle sprechen sollst, wie hast du darauf reagiert?
Ich habe mich sehr dolle gefreut. Welche Fähigkeiten musstest du für die Rolle mitbringen? Einfach nur eigentlich meine Stimme. Du bist ja schon etwas älter als Maxi. Wie ist es denn, ein Kind zu sprechen? Das hat Spaß gemacht, weil es eigentlich auch ganz toll ist, weil die Animation ja so ein bisschen, also man weiß ja nicht ganz genau, wie alt Maxi ist. Und ich finde es eher erstaunlich, was man, wenn man nur die Stimme benutzt, was man daraus alles machen kann. War es schwer, traurig sein zu spielen? Komischerweise nicht. Das ist ja deine erste Synchronisation. Wie hast du dich auf das Synchronsprechen vorbereitet? Ich habe einmal den Film auf Englisch geschaut und dann bin ich die Drehbücher durchgegangen, beziehungsweise das eine Drehbuch durchgegangen und habe ganz viel getrunken, ganz viel Wasser, damit die Stimmbänder schön weich bleiben. Wie oft hast du dich bei den Tonaufnahmen versprochen und was war deine größte Panne? Ich habe mich tatsächlich gar nicht so oft versprochen, aber wir mussten natürlich ein paar Takes nochmal neu machen. Und eine größte Panne gab es so auch nicht, aber das Witzigste war auf jeden Fall sowas wie Klettergeräusche oder sowas synchronisieren, weil dann steht man so im Studio und bewegt sich so mit und macht so die ganze Zeit so und versucht irgendwie so zu tun, als würde man einen Baum hochklettern. Wie ist es, im Synchronstudio aufzunehmen und hattest du viel Spaß bei den Aufnahmen mit Jella Hase? Jella und ich haben tatsächlich unabhängig voneinander aufgenommen, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin am nächsten Tag dann auch nochmal zu Jella ins Studio und habe mir angehört, wie sie das macht und da habe ich mich sehr gefreut. Welchen anderen Job bei diesem Film würdest du gerne mal für einen Tag ausprobieren? Maskenbildnerin. Deine erste Rolle hattest du in der Serie Familie Dr. Kleist mit 7 Jahren. Wie war es für dich? Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich ganz viel Blödsinn im Set machen durfte, wie zum Beispiel Eierkuchen machen oder schlafen oder Ponyreiten hatten wir zum Beispiel auch einmal. Das war schon cool. Man kennt dich außerdem aus Bibi und Tina. Was hast du aus der Drehzeit aus Bibi und Tina gelernt? Dass Kinofilme machen nochmal sehr viel cooler ist, als man denkt. Bist du stolz drauf, dass dich jeder aus Bibi und Tina kennt oder nervt das inzwischen auch ein bisschen? Nee, ich freue mich da. Du spielst außerdem in dem Film Misfit mit. Dort geht es darum, dass ein Mädchen als Außenseiterin als Misfit abgestempelt wird. Fühlst du dich auch manchmal als Misfit? Und wenn ja, was tust du gegen dieses Gefühl? Manchmal habe ich schon das Gefühl auch, dass ich nicht so richtig dazugehöre. Aber was dann hilft, ist auf jeden Fall mit meinen Freunden darüber sprechen oder mit meiner Familie und auch mal ein bisschen drüber nachzudenken, wo kommt das Gefühl eigentlich her? Ich habe gelesen, dass du ein Buch geschrieben hast. Lass Konfetti für dich regnen, sei glücklich, nicht perfekt. Willst du damit eine ähnliche Botschaft wie im Film Meine Chaos, wir und ich verbreiten? Genau. Also der Plan von meinem Buch ist, dass man sich besser kennenlernt und dass man halt wirklich nicht perfekt sein muss, sondern dass man lieber darauf achten sollte, dass man glücklich ist. Wann wusstest du, dass du Schauspielerin werden wolltest? Und wieso wolltest du Schauspielerin werden? Dass ich mir so richtig sicher war, dass ich Schauspielerin werden möchte, das war nach dem ersten Bibi und Tina-Film. Und ich habe da einfach gemerkt, dass mir das so unfassbar viel Spaß macht. Was macht dir am meisten Spaß? Das Schreiben, das Schauspielern oder das Synchronsprechen? Das Schauspielern. Hast du eigentlich ein Idol? Ja, ich habe, wen ich ziemlich cool finde, ist Emilia Schüle. Und so generell bin ich ein großer Fan von Natalie Portman. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Ananas auf Pizza, ja oder nein? Ja. Welches Lied ist dein Lieblingslied? Welches Lied ist mein Lieblingslied? Ich höre gerade sehr gerne das Album von Beyoncé. Was ist dein Lieblingsfilm, in dem du nicht mitspielst? Ich gucke sehr, sehr gerne Serien.
Das geht auch. Das sind aber, glaube ich, alles Serien, die nicht so für Kinder geeignet sind. Trotzdem. Trotzdem? Ja. Okay, also ich bin gerade ein großer Fan von House of Dragons. Ah, die kenne ich tatsächlich auch. Was ist dein Lieblingsbuch? Früher war mein Lieblingsbuch Silber. Was ist deine Lieblingssportart? Reiten. Was machst du heute noch am Premierentag? Wir schauen uns den Film jetzt gleich an. Ich habe jetzt noch ein paar Interviews und dann geht's schon los auf dem roten Teppich und danach gibt's noch ein Abendessen. Kannst du vielleicht schon verraten, in welchem Film wir dich im Kino wiedersehen werden? Mit Meine Chaosfee und ich. Der startet ja jetzt am 13.10. Und ansonsten im Kino mal sehen. Aber es kommen jetzt ein paar Filme und Serien raus, die jetzt bald auch im Fernsehen laufen. Warum ist der Film Meine Chaosfee und ich nicht nur für Kinder im Wackelzahnalter geeignet? Weil der eine ganz tolle Botschaft hat und es über Freundschaft und Natur geht und Familie und warum man zusammenhalten sollte. Könntest du bitte unseren Hörern und Hörerinnen sagen, warum sie den neuen Film Meine Chaosfee und ich nicht entgehen lassen sollen? Weil es ein ganz tolles, farbenfrohes und sehr lustiges Abenteuer ist, bei dem alle Spaß haben werden und in denen ganz, ganz viel Liebe geflossen ist. Bitte grüße zum Schluss noch unsere Hörer und Hörerinnen auf 92,4. Und zwar mit deinem Namen, deiner Rolle und dem Filmtitel. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von der Südpol-Show. Ich bin Lisa Marie Koroll und ich spreche die Maxi in Meine Chaosfee und ich, der am 13.10. im Kino läuft. Und ich freue mich, wenn ihr ihn euch anschaut. Vielen Dank für das tolle Interview. Es hat echt viel Spaß gemacht. Dankeschön, hat mir auch Spaß gemacht.